Hi, hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag und ich dachte mir, aufgrund dessen, dass ich euch am Mittwoch so ein bisschen erzählt habe, was sich bei mir verändert hat, alles in den letzten Jahren. Naja, eigentlich habe ich nur eine Sache erzählt, aber egal. Genau deswegen kommen wir ja heute zu diesem Video. Ich möchte euch ein kleines Update geben zum Thema, was sich bei mir sonst noch so verändert hat. Also, mal abgesehen davon, dass ich jetzt nicht mehr so ein Rockzipfelhänger bin, wie vor langem noch, und ich etwas optimistischer geworden bin, sind auch viele kleine Veränderungen passiert. Nicht nur die großen machen es aus, sondern eben auch manchmal die kleinen. Also zum einen, ich habe einen Handyvertrag. Für alle, die mein Video Handyvertrag noch nicht gesehen haben, ich bin jetzt offiziell Besitzerin eines Handyvertrags. Und ja, bisher habe ich ihn schon 4-mal benutzt. 4-5-mal. Auf jeden Fall, ja, ist cool. Und entschuldigt. Es tut mir leid, ich bin in letzter Zeit etwas müde. Das ist, weiß auch nicht. Also, was hat sich sonst noch verändert? Ja, ich bin gerade dabei heftig am Bücher lesen. Ich habe die auch gleich mitgebracht. Ich habe gerade 3 Bücher, die ich aktiv immer durcheinander lese. Ja, man sollte vielleicht erst eins fertig lesen, aber dann wäre zum einen hier dieses, irische Legenden und Sagen. Das erzählt die Geschichten von Helden, Heiligen, Elfen und Druiden. Und ich finde es sehr interessant, weil es eben so ein bisschen die irische Geschichte behandelt. Dann habe ich hier Jacob und Wilhelm Grimm, irische Elfenmärchen, zu unserem Rätsel sehr passend. Bin übrigens echt gespannt, auf die Lösung. Ich bin richtig gespannt heute. Und dann habe ich hier jetzt seit neuestem noch irische Volksmärchen. Ich finde auch allen den Einband wunderschön. Ich weiß auch nicht, hat irgendwie sowas richtig von einem klassisches, altes, von einem alten Buch. So, ich stelle mir irgendwie vor, wie davon 20 Bücher nebeneinander stehen, so richtig in einer Buchreihe. Auf jeden Fall, ja. Was hat sich noch verändert? Ich bin aktiver zurzeit. Ich gehe etwas öfters raus, weil ich einfach gerade den Schnee genieße und auch das Wetter und ich einfach gerade die Zeit schön finde und alles. Und ja, es macht einfach echt Spaß. Ich verbringe gerade auch sehr viel Zeit mit meinen Eltern, was natürlich auch aufgrund unseres Jahrestags ist, nämlich am Mittwoch, das habe ich vergessen zu erzählen, ist der 18. Adoptionsjahrestag, oder besser gesagt, der 18. Jahres... Oh, wartet, entschuldigt. 18 stimmt gar nicht. Ich sage hier gerade 18. Ist auch 21, ist Gott. Ja, unser 21. Jahrestag im Sinne von, ich bin jetzt 21 Jahre seit Mittwoch in Deutschland. Ich bin seit 21 Jahren, am Mittwoch in Deutschland angekommen. Gut, das war jetzt etwas verworren, aber ja, es gibt mehr Sinn, wenn ich es gelassen hätte. Gut, was fällt mir noch ein? Ich bin auf jeden Fall immer noch genauso Sims-süchtig wie letztes Mal bei meinem Update. Ich spiele gerade extrem viel die Sims 4. Ja, da gab es gerade vor kurzem erst, eigentlich an meinem Adoptionsjahrestag genau, das Update zu die Sims 4 Kleinkinder und jetzt bin ich auf jeden Fall total begeistert von dem Spiel gerade und ich kann gerade gar nicht genug davon bekommen. Und ja, des Weiteren überlege ich gerade ernsthaft, ob ich anfange, etwas Pokémon Go zu spielen. Ich weiß, ich habe vor ein paar Monaten von den Risiken erzählt, aber mir ist etwas bewusst geworden. Ich kann es nicht wirklich beurteilen oder bewerten, bevor ich mich selbst mal zumindest probiert habe. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall machen. Und ja, ich denke, das werde ich vielleicht machen. Aber ich bin noch am Hin und Her überlegen. Ja, was hat sich noch verändert? Ja, was worauf ich auf jeden Fall mega, mega, mega stolz bin? Ich habe längere Haare. Das habe ich erwähnt. Und ich lasse die gerade wachsen. Und mein großes Ziel ist, irgendwann vielleicht mal so Pony. So, auf der Kamera sieht das gar nicht schlecht aus. Ich denke, das könnte nächste Woche... Ich habe ja ein Kletteisen. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr denkt. Steht mir ein Pony? Ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, schreibt mir
mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich würde es wirklich mich interessieren. Ja, was hat sich noch verändert? Ja, mein Hasen. Ich bin total stolz auf meinen Hasen, weil früher hatte sie eine Allergie gegen Getreide. Und dann hat ihr immer die Pfoten gejuckt und dann hat sie sich hinten an den Hinterläufen das Fell weggezupft. Naja, kann man egal, wie man es sieht. Sie hatte da kein Fell. Und ja, Isas Fell an den Hinterläufen ist endlich nachgewachsen und ich bin da so stolz drauf. Das ist unglaublich. Und ja, das ist noch anders. Zurzeit besuche ich ganz gerne, ja, virtuell gesehen, meine Stadt. Ich latsche gerade gerne mit Google Earth durch unsere Stadt, was irgendwie total doof ist, weil ich eigentlich auch richtig durchlatschen könnte, aber naja, es macht halt Spaß. Und manchmal latsche ich auch gerne durch die Stadt, wo mein Papa arbeitet, das ist die Nachbarstadt nämlich, und dann latsche ich immer ganz gerne am Geschäft von meinem Papa vorbei und irgendwie hoffe ich immer, dass, egal wie oft ich da vorbei latsche, dass ich irgendwann mal virtuell da meinen Vater im Geschäft drin sehe und ja, drückt mir die Daumen, vielleicht klappt es irgendwann. Ja, was gibt's noch? Im Moment kann ich mich beschweren ohne Ende, weil mir gerade mein Fuß eingeschlafen ist. Aber ich ziehe das Video jetzt durch. Ja, des Weiteren ist mir eingefallen, dass ein altes Bettdeck von mir kaputt gegangen ist und ein bisschen hänge ich an diesem Bettdeck. Jetzt überlege ich mir gerade, ob ich aus diesem Bettdeck einen Teddybären basteln soll. Und wenn ja, müsste ich es ja per Hand nähen und dann überlege ich mir, wie lange das braucht. Und wie, also wenn, dann möchte ich auf jeden Fall so einen riesen Teddy basteln. So einen überdimensional großen. Und es braucht dann ewig, bis ich den fertig habe. Und natürlich müsste ich es erst noch mit meiner Mom bereden, ob ich das machen kann. Also ist ja auch irgendwie so eine angemessene Frage, mal zu fragen, kann ich das Bettdeck zerschnibbeln? Ja. Ja, was ist noch? Ich bin auf jeden Fall etwas erwachsener geworden, finde ich. Ich bin noch nicht erwachsen, aber etwas erwachsener bin ich auf jeden Fall geworden. Hat mir vor ein paar Monaten mein Onkel gesagt, da war ich echt stolz drauf. Und ja. Mir fällt jetzt gerade ehrlich gesagt auf die Schnelle nichts mehr ein und ich bin auf jeden Fall immer noch total verrückt danach, nach kleinem Kruscht und so Zeug auf eBay Kleinanzeigen zu suchen und dann immer so Nachrichten zu schreiben und zu fragen, ob es das noch gibt oder wie viel so verhandeln. Etwas, was mich etwas zurzeit aufregt, ist meine Bankkarte. Ich habe ja ein Konto bei der Volksbank und die haben jetzt dieses kontaktlose Zahlen eingeführt und ich würde gerne dieses kontaktlose Zahlen bei meiner Karte deaktivieren, aber die Automaten sind noch nicht da. Ich weiß, dass es nicht mit den Bankbearbeitern zu tun hat, sondern dass es irgendwie wahrscheinlich mit den Lieferungen von den Automaten oder irgendwas zu tun hat. Aber ja, es regt mich zurzeit etwas auf, weil ich da irgendwie kaum noch Geduld habe. Also, was sich nicht geändert hat, ich bin immer noch ungeduldig. Gut. Ja, was sich verändert hat, ist, ich bin endlich wieder etwas besser gelaunt im Vergleich zu den letzten 2-3 Monaten. Ich habe endlich wieder richtig gute Laune und das freut mich auch. Und ja, gut, das war eigentlich alles, was mir so auf die Schnelle einfällt. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall endlich mal das Rätsel hier auflösen und dazu lese ich euch erstmal nochmal die Frage vor. Die Frage ist, 2 Elfen tauschen sich per Brief aus. Damit die bösen Hexen die Botschaft nicht lesen können, werden sie in eine Kasten transportiert. Entschuldigt. Das Kästchen kann mit 2 magischen Vorhängeschlüsseln verriegelt werden. Eines hat die Südelfe, eines die Nordelfe. Aus Sicherheitsgründen hat jede Elfe nur den Schlüssel für ihr eigenes magisches Schloss. Wie kann die Südelfe eine Botschaft an die Nordelfe senden, ohne dass eine der bösen Hexen an den Brief kommt? So, hier noch die Frage. Und jetzt lese ich euch die Antwort vor. Die Antwort ist hier die zauberhafte Lösung. Die Südelfe legt ihren Brief in den Kasten. Das wird dann mit einem magischen Schloss... Das wird dann mit einem magischen Schloss... verschlossen
und an die Nordelfe geschickt. Die wiederum befestigt ihre eigenen Vorhängeschloss an dem Kästchen. Das wird nun mit beiden Schlössern zugeschickt. Die Südelfe öffnet jetzt mit ihrem Schlüssel das eine magische Vorhängeschloss. Das Kästchen geht verriegelt mit dem Schloss der Nordelfe wiederum an diese zurück. Die kann nun mit ihrem Schlüssel das Kästchen öffnen und dann den geheimen Brief lesen. Okay, ist ein bisschen viel Rumgeschicke. Und da will ich nicht der DHL-Bote sein, der diesen Brief hin und her schicken muss. Okay, ich zeige euch hiermit die Lösung. Gut. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns dann, ein wunderschönes Wochenende eigentlich. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr darauf gekommen seid, wie diese Elfen ihr Problem lösen. Oder, ja, schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die belle.readmyoutlook.com. Wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, eine wundervolle Zeit. Tschüss!